Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal zu einem weiteren Warzone-Video. Wie ihr eben schon sehen konntet, geht es heute wieder um die AK-47 und nicht um irgendeine AK-47, sondern die Long-Range-Variante der AK-47. Die meisten Leute spielen ja die Cold War AK-47 eher so als Sniper-Support, als Close-Range-MP-Ersatz. Allerdings muss ich sagen, ich habe jetzt die letzten Tage so ein bisschen die Long-Range-AK ausgetestet und ich war echt positiv überrascht, denn ich war es auch einfach gewohnt, mit einer AK-47 auf Long-Range einfach keine Kugeln zu treffen, wegen dem Rückschuss, der natürlich enorm stark gewesen ist. Allerdings, wie gesagt, mit Season 3 wurde die AK ja deutlich besser gemacht, deutlich stärker gemacht und zusätzlich dazu wurden ja die Visiere jetzt noch etwas angepasst. Das macht das Ganze natürlich für die AK noch ein bisschen besser, noch ein bisschen spielbarer. Und wenn man sich ein bisschen mit der Variante eingespielt hat, hat man auf jeden Fall einen guten Amax-Ersatz. Natürlich, die meisten Leute kommen immer noch besser mit einem Amax klar. Wenn man die Time-to-Kill beider Waffen auf die Brust vergleicht, sieht man natürlich, dass die Amax noch einen großen Vorteil hat, da natürlich die Amax einen großen Chest-Schaden hat und natürlich einen guten Headshot-Schaden hat. Trotzdem ist die AK-47 auch ein Headshot-Monster und wenn man die Kugeln trifft, speziell auf große Distanz, hat man noch eine bessere Time-to-Kill und bei den restlichen Körperteilen wie Arme, Füße und so weiter hat die AK-47 auch Vorteile gegenüber der Amax. Ich muss allerdings auch direkt dazu sagen, man muss sich ein bisschen einspielen, man muss mit dem Rückschuss klarkommen. Im Verlauf des Videos gibt es natürlich die beste Cold War AK-Klasse auf Long Range, deswegen bleibt natürlich gerne dran. Und natürlich, bevor wir jetzt starten, falls ihr neu sein solltet, ihr nichts verpassen wollt über Warzone, die besten Waffen, die besten Klassen, lasst natürlich gerne ein Abo da. Und natürlich würde es mich auch mega supporten, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und natürlich wie immer, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von der Cold War AK? Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im Gameplay. Let's go. War hier irgendwo? Hey, einfach 8 Hand, macht das für mich. Ich bin immer noch auf der Brücke. Einen habe ich. Einer knockt. Dann ist er wieder. Draußen, uns drin. Links sind zwei. Let's go. One-Shot, One-Shot. Nice. Oh, da ist einer. Hä? Da bin ich down bekommen. Los, los, los. Erzählt dir. Aber ich komme komplett voll. Einer kommt noch von links von den Silos. Bei dem Silo irgendwo? Let's go. Am Stein. Hab ihn K.O. Bisschen weiter rechts, besser gesagt. Beide knockt oben.
Also, das wär's jetzt vom Gameplay. Jetzt kommen wir erstmal zur Klasse, zu der Codeworker. Ich glaube, man konnte ganz gut sehen, dass wenn man die Waffe so ein bisschen in den Griff bekommt, einfach gut mit der Waffe umgehen kann, man auf jeden Fall eine gute Alternative zu Amax haben kann. Natürlich ist die Amax overall immer noch so ein bisschen eine bessere Waffe. Wenn man sich speziell auch den Rückschuss der AK anschaut, merkt man natürlich so, dass die ersten Kugeln eher so ein bisschen straight nach oben gehen. Es am Anfang echt schwierig ist, den Rückschuss zu kontrollieren. Allerdings der Rückschuss sich relativ schnell fängt und man die Waffe trotzdem dann sehr gut kontrollieren kann. Beim genaueren Betrachten des Rückschusses der AK-47 sieht man auch, dass die Waffe einfach einen vertikalen Rückschuss hat. Heißt quasi, ihr müsst theoretisch einfach nur mit eurem rechten Stick nach unten gegenhalten. Allerdings, wie gesagt, wenn ihr euch eingespielt habt, wisst ihr genau, wie schnell und wie stark ihr gegenhalten müsst. Deswegen testet auf jeden Fall, bevor ihr auf Verdansk geht, einfach mal ein Beutegeld die Waffe ein bisschen, wie ihr mit dem Rückschuss klarkommt, wie ihr gegenhalten müsst, um einfach so ein bisschen ein Gefühl für die Waffe zu bekommen. Und natürlich beim Klassen-Setup ganz normal der Chrom-Mündungsfeuerdämpfer, dann beim Lauf den Liberatorlauf, den 20-Zoll Liberatorlauf, der natürlich noch ein bisschen für Kugelgeschwindigkeit, besser gesagt Bullet Velocity sorgt, dass ihr natürlich auch auf große Distanz noch ein bisschen bessere Reichweite habt, eure Kugeln ein bisschen besser ankommen, weiter fliegen. Dann das Axial-Mal-3-Visier, was natürlich jetzt in den letzten Updates ein bisschen verkleinert wurde, ein bisschen verbessert wurde in meinen Augen. Ihr könnt natürlich auch das Roll Cross, das Susat oder das Vision Tag Mal-2-Visier spielen. Allerdings mit dem Axialvisier bin ich persönlich so am besten klargekommen, deswegen testet ein bisschen rum, wie ihr am besten klarkommt. Und dann natürlich der Spessnazgriff. Die Waffe ist zwar jetzt deutlich präziser als bei Release, allerdings ist es ja wie gesagt immer noch eine AK-47. Deswegen braucht man auf jeden Fall was gegen Rückschusskontrolle und zu guter Letzt das 45-Schuss-Magazin. Man kann mit dieser AK-Klasse auf jeden Fall auch Gegner auf große Distanz sehr gut wegbeamen, sehr gut weglasern, speziell natürlich, falls sie aus der Luft kommen. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Falls ja, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da für die AK-47 und natürlich schreibt mir auch gerne Vorschläge in die Kommentare, zu welcher Waffe ihr jetzt noch ein Video sehen wollt. Und natürlich wie immer, falls ihr nichts verpassen wollt in Zukunft und ihr neu seid, lasst natürlich gerne ein Abo da und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, wenn ihr immer Benachrichtigungen bekommen wollt. Und Leute, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.